Es gibt ganz wichtige Neuigkeiten. Und zwar bekommen wir vom Sirius eine besondere Energie. Und über die möchte ich heute zu euch sprechen. Eine wundervolle Botschaft wird uns auch vom Sirius übertragen werden. Schön, dass du hier bist. Und vor allen Dingen, wenn du immer die wichtigsten Botschaften und die neuesten Energien von mir erhalten möchtest, dann abonniere bitte meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du immer bei den Ersten dabei bist und up to date bist. So, und jetzt geht's auch schon los. Der Sirius, die Sternbilder des Sirius haben ja eine enge Verbindung mit der Erde und viele von uns waren auch schon auf dem Sirius für Schulungen, für Weiterbildungen, sage ich einfach mal, Unterstützung von der geistigen Welt, von den weisen Wesen des Sirius. Meistens sind ja dort auf dem Sirius so die Hüterwesen, die Hüterlichter, die Hüter des Wissens in den großen Bibliotheken, wo also alles drinnen steht. Und übrigens, der Sirius, diese Bibliotheken, diese große Wissensuniversität, befindet sich in der 9. Dimension. Und wer da dorthin reisen kann, bekommt ganz viel Wissen vom Sirius übertragen. Mal schauen, was heute für ein Channeling kommt. Mal gucken, ja, was für Überraschungen die geistige Welt für uns vorbereitet hat. Ja, also es heißt, wir werden auf jeden Fall in die Bibliotheken reisen und die Energie wird also runtergebracht durch mich, damit ihr alle ganz leicht dorthin könnt und euch ausdehnen könnt. Oh wow, ich danke der geistigen Welt. Der Sirius ist ja ein ganz bezaubernder Planet. Also es sind mehrere Planeten, aber dieser eine, der wichtige, wo das alles verankert wurde damals bei der Schöpfung. Und da sind ja auch die ganzen Dimensionen entstanden. Das betrifft ja unser ganzes Leben. Und dort ist auch so der Weg der Erleuchtung, der Pfad des göttlichen Lichtes, welcher uns, wenn er uns berührt mit seiner Energie, dazu bringt, uns auszudehnen und auch dazu bringt, unsere Seele dazu bringt, sich zu erinnern, wer wir sind und was alles für Wissen in uns liegt. Der Sirius ist, man könnte sagen, einer der vielen Tore des Universums, um Gott zu treffen. Das fasziniert mich so sehr. Denn durch dieses Tor, wenn man durch dieses Tor hindurchgeht, wenn man also das Tor findet, den Eingang findet und dann die Möglichkeit hat, in einer ganz tiefen Meditation natürlich alles, diese göttliche Energie noch intensiver zu spüren, die uns ja unser Leben begleitet und auch unser Leben gegeben hat, dann würde das gehen mit einfach der Energie vom Sirius. Ist es nicht ein schöner Gedanke? Und die weisen Wesen nicken mit dem Kopf, sie lächeln uns zu und bestätigen mir jetzt gerade das, was gesagt wurde, nochmal. Es ist also eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mit den Wesen in Kontakt zu treten. Und sie haben auch, ja, ich höre, sie haben ein Energiepaket für uns vorbereitet, welches wir nachher übergeben bekommen werden. Ein Heilungspaket. Okay, ich bin gespannt. Das wird nachher noch genauer gesagt. Mit der Sirius-Energie, um uns gerade durch die schwierigen Zeiten der C-Zeit, sagt man ja jetzt, dann muss man das Wort nicht mehr so aussprechen,
gut durchzukommen in der C-Zeit. Also einfach innere Stärke, Kraft, Heilung, Wissen, was richtig ist, die Kraft haben, sich dem Guten zuzuwenden, die Kraft haben, das Negative nicht mehr zu unterstützen, auch nicht unbewusst. Das ist so die Aufgabe und das ist das, die Unterstützung, die wir von Sirius bekommen. Also eine wundervolle Wegbegleitung in göttlicher Energie, denn Gottes Liebe wurde im Sternenbild von Sirius sehr oft wahrgenommen. Und deswegen kannst du auch, wenn du Glück hast, Gott dort treffen. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video sagt und was ihr mir unten reinschreibt, weil es ist ja schon die neunte Dimension, die werden wir so ein bisschen berühren, so ein bisschen eintauchen und eben feststellen, ja, was es mit uns macht, welche Erfahrungen wir dadurch bekommen und ob wir uns dadurch auch ausdehnen können, unser Wissen erweitern. Ich war meistens auf dem Lichtschiff und habe also da ganz viel Wissen schon bekommen und ich war aber auch schon sehr oft in den Bibliotheken vom Sirius, einfach weil auch da so viel verankert ist von meinem Wissen, also wie bei euch auch. Es ist ja von uns allen dort auch ganz viel verankert von dem, was wir bisher durch die ganzen Inkarnationen an Wissen angesammelt haben und das in uns ruht und gleichzeitig aber auch dort ruht, so dass wir immer Zugriff darauf haben, wenn wir es denn schaffen, dorthin einzutauchen. Und es war mir schon mal möglich, oder auch öfters möglich, wenn ich einfach ein Buch zur Hand nehme und das Buch nur in der Hand habe, dann weiß ich schon ungefähr, was in diesem Buch steht. Und das ist das, was man über den Sirius lernen kann, weil nämlich dort auch alle Bücher, also alles Schriftliche, alles Wissen ist dort verankert. Und wenn du die Verbindung hast zu den Universitäten dort, zu diesem großen Energiespeicher, könnte man ja noch besser sagen, dann hast du da, kannst du Bücher lesen, indem du die Hände allein auf das Buch drauflegst und dich eben dann aber auch mit Sirius verbindest. Das ist ein heißer Tipp von mir für euch. Das könnt ihr ja mal ausprobieren. Jetzt haben wir ja in der C-Zeit so viel Zeit auch zu meditieren und uns mit solchen übersinnlichen Dingen zu beschäftigen. Also wichtig ist eine tiefe Meditation, eine ganz tiefe Meditation, wo du wirklich im Alpha- oder Beta-Zustand bist. Also das ist die Voraussetzung, wie du das lernst, in den Alpha- und Beta-Zustand zu kommen. Da gibt es ein Webinar von mir. Ich verlinke euch das mal hier oben, das Webinar. Und zwar bringt dich das total in diese Phase. Und in dieser Phase kannst du dir alles erschaffen und hast auch Zugriff zu deinem Wissen, hast Zugriff zu deiner vollkommenen Gesundheit. Und das, die ist in dieser Alpha und Beta und Delta auch noch, war auch noch dabei. Wenn du da drin bist, dann hast du diesen Zugriff und kannst tatsächlich alles runterladen. Du kannst es downloaden vom Sirius jetzt in deinen Geist und kannst dann damit arbeiten. Also sehr zu empfehlen, wirklich sehr zu empfehlen. Und ich bin echt gespannt, was wir heute auch von den Sirianern für eine Botschaft bekommen werden. Es fängt schon an zu kribbeln wieder. Ich spüre schon ganz intensiv die Energie und ich soll dann jetzt auch bald anfangen, wird gesagt. Ich glaube, ihr könnt es auch schon spüren. Ja gut, dann fange ich an. Weil es ist ja doch auch wichtig, diese Energieübertragung weiterzugeben an euch, so dass ihr damit was anfangen könnt. Ist ja meine Aufgabe, für das Große und Ganze zu wirken. Übrigens schön, dass du da bist. Ich freue mich jedes Mal. So, dann nehmen wir erstmal zur Reinigung die violette Flamme. Ganz wichtig. Jawohl, sehr gut, weil wir wollen ja in die neunte Dimension hoch und die Smarana-Energie Gottes
Liebe als Begleitung. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle. Ich bitte darum, dass ich die Energie des Schutzes wie eine Kugel um deinen Körper legt, dich einhüllt und trägt. Nun richte ich meinen Kanal aus und gehe mit meiner Absicht und meiner eigenen Technik in die neunte Dimension. Das Licht von Sirius leuchtet. Das Licht lädt dich ein, dich jetzt mit mir zu verbinden, in der gleichen Schwingung zu sein, die magnetischen Strahlen meiner Worte aufzunehmen und dich von den Energien tragen zu lassen. Denn deine Seele, wenn sie bereit ist, wird die Energien empfangen und fühlen können. Und so begebe ich mich nun in die Energie des Sirius hinein. Ich gehe auf den Wegen und Pfaden, welche meine Seele kennt, denn ich selbst bin schon so oft dort gewesen. Und ich lade dich ein, mit mir zu gehen. Alle Bilder, welche du mit deinem dritten Auge empfangen wirst, jede Energie, die du fühlst, hat ihren Ursprung in deiner Seele und wird durch die Energie des Sirius unterstützt. Wir befinden uns in der Nähe des Tores, des Himmeltores. Wir spüren die Energie des himmlischen Tores, der Energie von Gottes Nähe und fühlen uns eng verbunden und fühlen, dass wir ein Teil von dieser Liebe sind. Es ist ein heiliger Moment, diese Liebe zu fühlen. Und je tiefer du diese Liebe fühlen kannst, umso mehr wird sich dein Herz öffnen und umso einfacher wird es sein, die Energien der riesigen Bibliotheken des Sirius zu fühlen. Und wenn es dir möglich ist, dann nehme jetzt einen tiefen Atemzug und tritt in die Energie des Sirius ein. Tritt ein in die Energie der unendlich größten Bibliotheken des Wissens. Tue dies in deiner eigenen Geschwindigkeit und hetze nicht, denn Achtsamkeit ist hier gefragt. Und nun lasse die Energien auf dich wirken. Öffne dein Herz noch einmal etwas mehr und lasse dich führen, denn die weisen Wesen von Sirius, sie werden dich jetzt genau zu dem Fach des Wissens führen, welches dein persönliches ist. In diesem Fach findest du dein ganz persönliches Heilpaket. Es ist
eine Energie, welche speziell für dich kreiert wurde. Und ich bitte dich nun, beide Hände in dieses Fach zu legen und die Energie entgegenzunehmen. Sie wird jetzt in deine Hände einströmen. Du spürst dies, denn deine Hände werden jetzt ganz heiß und kribbelig. Nehme dieses Paket der Heilung an. Es ist aus den höheren Dimensionen der Heilung und Liebe für dich kreiert worden. Und du darfst dieses Paket mitnehmen. Du darfst es mit in deine Frequenz hineintragen. Und wenn du nun deine Hände mit dem Paket auf dein Herz legst, wird die Energie in dich einfließen. Sie wird in dein Herz hineinströmen, sich mit dir verbinden, in jede Zelle einströmen und dir dein ganz persönliches Wissen, deine ganz persönliche Heilung überbringen. Die Wesen vom Sirius bedanken sich bei dir, sie lächeln dich an. Dieses Paket, welches mit Lichtstrahlen gebündelt wurde, welches die Form deines persönlichen Kristalls hat. Ein Lichtkristall, welcher jetzt in deiner Seele, in deiner Lichtstruktur leuchtet. Ein wundervoller Lichtkristall, welcher die Farbe in deiner Seele trägt. Dies ist dein Geschenk. Und so darfst du mit einem tiefen Atemzug wieder zurück in deine Wirklichkeit hineingehen, aber mit der Gewissheit, dass dein persönlicher Kristall in deinem Lichtkörper ruht. Für dich leuchtet, dich führt und leitet. Spüre diese Energie und spüre auch, wie deine Seele vibriert, denn dieses Geschenk weiß deine Seele sehr zu schätzen. Ich bedanke mich bei den Wesen vom Sirius für dieses grandiose Geschenk. Und ich bedanke mich bei der Liebe Gottes, dass ich diese Botschaft überbringen durfte. Schließe nun meinen Kanal und komme ebenso wie du wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und bin wieder ganz da. Was für ein tolles Geschenk. Wenn ich jetzt mal zu euch in die Lichtkörper blicke, dann sehe ich dieses Kristall leuchten bei jedem Einzelnen. Und ich kann euch sagen, auch wenn du jetzt später diese Channeling, diese Botschaft gehört hast,
wirst du dieses Geschenk bekommen, ganz, ganz sicher. Denn die Energien wirken immer, sie sind immer da. Und so ist es ein wundervolles Geschenk. Und wenn du deinen persönlichen Kristall neu aufladen möchtest, dann wiederhole einfach das Channeling. Ist überhaupt kein Problem. Mit jeder Wiederholung wird dieser Kristall an Energie zunehmen und dich immer besser begleiten können. Wow. Danke für die noch für diese Zugabe. Ja, ich wünsche euch unheimlich viel Freude mit diesem Heilungspaket und dem persönlichen Kristall. Und ja, ich bin gespannt, wie es euch geht. Nutzt die Energie, nutzt sie aus, denn dafür sind sie da, dass wir uns weiterentwickeln können. Ja, so sage ich Smarana zu euch. Ich wünsche alles, alles Liebe und bis bald zum nächsten Video. Ein Küsschen.